Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute seht ihr unsere Neuzugänge aus dem letzten Monat des Jahres 2021, nämlich aus dem Dezember. Und was wir da noch so alles an Büchern haben einziehen lassen, Anja schüttelt schon mit dem Kopf, das seht ihr jetzt. Ja, Geschenkzeit, Weihnachtszeit. Da geht es los. Da geht es bei Anja los, ne? Ja. Sollen wir mal direkt starten? Wir können direkt starten. Ja, es sind sehr viele. Du wirst schon jetzt die Masse wissen, ne? Ach so, nee, die weiß ich jetzt auch nicht. Die weiß auch nicht. Das ist gut. Zählt mit. Ihr schreibt dann drunter, genau, wie viel ihr schreibt dann, wie viel ihr macht dann wieder. Ihr, genau. Macht, ihr seid ihr immer macht, sehr zuverlässig. Jawohl. Ja, ein lieber Zuschauer hat uns angeschrieben, dass er uns gerne mit einem Überraschungspaket beglücken möchte. Richtig. Und dann hat er jedem von uns lieberweise ein Buch geschickt. Ja, und soll ich einfach? Ja, fang mal an. Ich habe bekommen von Lailach Mehr Winterkind. Und zwar geht es da um, ich muss immer mal hier so schauen, es geht hier um Blanka. Die müsste eigentlich recht glücklich sein, weil ihre Haut ist weiß wie Schnee, ihre Haare sind schwarz wie Ebenholz und sie ist reich, denn ihrem Mann gehört die Glasfabrik, deren Turm das Dorf überragt. Trotzdem ist sie sehr unglücklich, weil wie ein Schatten liegt die Angst über allem, was sie tut, die Angst vor einer Toten. Und als dann die Geschäfte ihres Mannes auf einmal schlechter laufen und alle irgendwie unzufrieden werden, dann häufen sich die Gerüchte über einen Aufstand. Und als ihr Mann verreist ist, eskaliert die Situation und sie muss sich halt nicht nur der jetzigen Situation stellen, sondern auch der Vergangenheit. Genau. Und der Christian hat anscheinend wirklich saisonpassend Winterbücher verschickt, denn ich habe bekommen Die Silberne Königin von Katharina Seck. Das scheint ein Fantasy-Jugendroman zu sein, denn es geht hier um Silberglanz. Das ist nämlich eine beschauliche Stadt in einer winterlichen Welt, doch die Schönheit der von glitzernden Schnee bedeckten Landschaft ist trügerisch, denn seit Jahrzehnten ist das Land im ewigen Winter gefangen und es droht unter den Schneemassen zu ersticken. Aber die 24-jährige Emma, die eine Schokolaterie hat, die wird das jetzt ändern und wahrscheinlich als, weiß ich nicht, Heldin hervorgehen. Ich habe keine Ahnung. Und gegen die Silberne Königin kämpfen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint es ein Fantasy-Buch zu sein und bin ich mal gespannt. Ja, Dankeschön nochmal. Vielen Dank. Sehr. Ja, ich habe mir dann gekauft von Elizabeth Stroud Die Unvollkommenheit der Liebe. Ich höre im Moment viel von Elizabeth Stroud. Ich muss meinen Ton gerade mal aufhalten. Danke, es geht. Gut. Weil die Liebe will ja auch von ihr, ja, sehr schwärmt. Das stimmt. Und ja, da meine Freundin Inka hat sich jetzt auch ein Buch gekauft und deswegen irgendwie war ich da auch angefixt und dann habe ich mir jetzt dieses Buch geholt. Und die Schriftstellerin Lucy Barton verbringt längere Zeit im Krankenhaus und erhält dort unverhofft Besuch von ihrer Mutter, die sie seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Und zunächst ist sie darüber total glücklich, doch mit den Gesprächen werden halt Erinnerungen an ihre Kindheit wach, die sie glaubt, längst hinter sich gelassen zu haben. Und ja, das wird, ist ein intensives Buch über eine Mutter-Tochter-Beziehung. Soll das sein? Bin gespannt. Sehr gut. Elizabeth Stroud. Stimmt, die Bill hat das gerade reingehalten, das stimmt. Das auch? Nee, das nicht, sondern nee, das andere. Ist, ne? Das, ja, es gibt mehrere, es gibt ganz viele von der. Ja, ich denke das habe ich mir jetzt so ausgesucht. Sehr gut. Das hört sich gut an. Ich war spazieren mit meinen Männern. Spazieren. Spazieren, macht man ja öfter. Ja. Und in den Zeiten. Und dann sind wir am Altenberger Hof, ist in Köln so ein Bürgerzentrumshof und da gibt es einen Bücherschrank. Und dann habe ich einfach mal geguckt. Und dann hat mich das angelacht. Ich wollte eigentlich nichts mehr mitnehmen, aber es hat mich angelacht. Und zwar von Cordelia Edwardson, Die Welt zusammenfügen. Und das ist nämlich ein biografisches Werk, in dem die Autorin davon erzählt, wie ihre Kindheit in Auschwitz verlaufen ist. Und es sind Aufzeichnungen eines gebrannten Kindes. Ich kann nicht mehr reden. Und wenn man das liest, ist man atemlos, ja, und danach nicht mehr der gleiche wie zuvor. Ja. Und es ist ein ganz schmales Buch, was aber wirklich sehr gehaltvoll sein soll. Deswegen, ja, wollte ich dann gerne mal reinlesen. Krass, ja. Von Hansa Verlag. Ne? Mhm. Okay. Sieht ja echt gut aus. Ja, ne? Doch, schön. Ich glaube nicht, dass es groß gelesen ist. Oh, da ist sogar noch ein Lesezeichen drin. Oder ist sogar noch ein Lesezeichen drin. Entweder hat das bis dahin gelesen und das wurde gar nicht gelesen. Oh, das wurde gar nicht gelesen. Als so ein... Tja. Ja.
Ja. Ja, dann hat ja die liebe Adriana Popescu wie immer ihr Vlogmas gemacht. Richtig. Und dieses Jahr hat unser Vlogmas versüßt mit Buchtipps. Und ich habe mir, glaube ich, fast jeden Buchtipp auf die Wunschliste gesetzt. Und sehr gut. Ja, da ist bei mir jetzt einige Änderungen geben wird, was mein Kaufverhalten angeht, hoffe ich zumindest. Das habe ich noch gar nicht angekündigt. Hast du noch nicht angekündigt? Nein, hast du noch nicht angekündigt. Weil ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, dass ich nur noch maximal die Anzahl der Bücher kaufe, die ich in dem Monat vorher gelesen habe. Beziehungsweise ich will eigentlich nur noch die Hälfte kaufen, die ich gelesen habe in dem Monat vorher. Also wenn ich 4 Bücher gelesen habe, darfst du dir zwei kaufen. Ich erhoffe mir Großes. Und mein Mann auch. Ja, ich glaube auch. Der erhofft sich Großes. Absolut. Absolut. Er ist drauf gekommen. Ist da. Ja, wir erhoffen uns alle Großes und deswegen musste ich ja im Dezember noch ein bisschen kaufen. Deswegen gab ich mir. Nein, das macht total Sinn. Das macht super Sinn. Nein, aber das war ja die normale Anzahl für einen Monat. Aber ich werde das versuchen jetzt zu ändern. Ich habe es mir wirklich feste vorgenommen. Ich glaube an dich. Wirklich, feste vorgenommen. Ja. Soll zum Subabbau. Das wollte ich eigentlich in unserem Vorhaben-Video erwähnen. Aber das hast du gar nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Ja, passt aber auch das gut zu den Neuzugängen. Das passt auch gut. Teile ich euch das jetzt mit. Mal sehen, wie lange ich das durchhalte. Ich glaube, du hast genügend Leute um dich rum, die... die mich erinnern werden. Die dich erinnern werden an deinen Vorhaben. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ich hoffe mal, dass das klappt. Ich bin im Moment guten Mutes. Ja, auf jeden Fall hat Adriana Buchvorschläge gemacht und... da war bei Nur eine Ohrfeige von Christos Tsiolkas. Und Christos Tsiolkas Buch Nur eine Ohrfeige klang wirklich richtig, richtig gut. Ja, es hörte sich wirklich gut an und ich habe mich jetzt für das erstmal entschieden. Die anderen stehen auch noch alle auf meiner Wunschliste. Adriana, hast du damit fange ich jetzt erstmal an. Ja, es ist ein heißer Sommertag, ein Barbecue mit Freunden und Familie. Die Frauen unterhalten sich in der Küche, die Männer fachsimpeln am Grill. Es hätte fast ein perfektes Fest werden können. Doch dann verliert Harry die Beherrschung. Er verpasst dem 3-jährigen Hugo eine Ohrfeige. Oh. Dieser Vorfall hat ein folgenreiches Nachspiel für alle, die sein Zeuge waren. Tja. Ich finde, das hört sich sehr gut an. Ja, hört sich gut an. Also so gesellschaftskritisch. Ja, ich finde es gut. Sehr gut. Ja, dann gab es ja im Dezember diverse Geschenkaktionen, unter anderem auch Wichtelpakete. Und in meinem Wichtelpaket, das habt ihr da auch schon gesehen, von der lieben Sarah von Dunkelgefunkel, ist drin gewesen, von Siba Sharkeep nach Afghanistan kommt Gott nur noch zum Weinen. Und das ist ja ein Huch. Das ist ja ein exemplarischer afghanischer Frauenschicksalsroman, nämlich anhand der Geschichte von Shirin Gol. Und ihr Leben ist bestimmt durch Hunger, durch Armut, durch Rechtlosigkeit, Unterdrückung, durch die Rote Armee, die Mujahedin und den Taliban. Und ich glaube, dieses Buch ist wirklich hart. Das ist harte Kost und es wartet darauf, entdeckt zu werden von mir. Freue mich, dass ich das bekommen habe. Ja. Ich habe bei der Wichtel-Aktion bekommen Gegen den bittersten Sturm von Brittany C. Cherry. Das ist irgendwie der zweite Band. Ich weiß aber gar nicht, ob die überhaupt aneinander der Tetralogie. Aber ich glaube, das hängt nur so lose zusammen wie auch die Elements-Reihe. Hab ich so ein Gefühl. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das weiß ich auch nicht. Es geht irgendwie um Elia und um Connor, die sich auf einer Halloween-Party treffen und die sich alles anvertrauen und dann irgendwie auseinandergehen und weil es der falsche Zeitpunkt für beide ist und die sich dann aber wieder treffen. Ich bin nicht ganz sicher, worum es geht, aber das hat mir die liebe Christine von Christinchen in mein Wichtelgeschenkpaket gepackt. Und ich freue mich sehr, mal wieder was von Brittany C. Cherry zu lesen. Ich hatte noch ein zweites Buch in meinem Wichtelpaket drin, und zwar von Adam Krabowacz, Das 8. Kind. Und ganz genau von der Handlung weiß ich nicht mehr so viel. Ich hatte das bei einem Empfehlungsvideo vom literarischen Nerd von Florian auf Instagram nämlich gesehen und habe gedacht, oh, das spricht dich an. Es steht hinten auch nicht viel drauf. Es steht drauf, dein Vater ein Taugenichts, dein Pflegevater ein Nazi, dein Stiefvater ein brutaler Säufer. In Das 8. Kind erzählt Alem Krabowacz die erschütternde Geschichte eines extremen Aufwachsen, ungeschönt und ohne Wertung. Und da bin ich echt gespannt drauf. Ja.
Ich habe dann noch von meiner lieben Freundin Inka einen ganz tollen Kalender bekommen, nämlich die Female First Words. Und das ist so ein immerwährender Kalender, den man so aufschlagen kann und wo dann erste Sätze von berühmten Frauen drin stehen und den man halt jedes Jahr neu benutzen kann. Und ja, da habe ich mich sehr gefreut. Da ist von Austin bis alle möglichen, also Amalie Schoppe, ich schlage mal einfach ein paar auf. Mach mal. Jermaine Desdale. Ganz viele Sätze sind hier drin, die man immer mal zwischendurch dann lesen kann zum speziellen Datum. Ist auch wie so ein Buch im Endeffekt aufgebaut. Ja, schön. Ja, dann hat uns die Claudia, uns beiden, ein Buch geschenkt, was auf meinen Sub wandert. Ich habe einen Zubrosen-Sub. Wir haben uns aber beide sehr gefreut, ja, weil es auf jeden Fall klingt sehr nach einem Buch, ja, für uns beide. Ja. Und das haben wir beide auch noch nirgendwo gesehen. Nein. Und zwar von Moses Isegawa, oh Gott, Abessinische Chronik. Ja, genau. Abessinische Chronik. Abessinische Chronik. Da geht es um einen jungen Mugezi, der wächst nämlich in einem kleinen Dorf in Uganda bei seinem Großvater auf. Das ist der Dorfälteste und seiner Großtante. Und für ihn ist es die glücklichste Zeit seines Lebens. Bis der Bürgerkrieg beginnt, der seine Schatten über das Dorf wirft, und Mugezi muss jetzt zu seinen Eltern in die Stadt fliehen. Und die Wirren des Krieges, da kommen über ihn und alles verliert er, was ihm vorher lieb und teuer war. Auf jeden Fall landet er, glaube ich, irgendwann in Amsterdam sogar. Also ich bin echt gespannt auf die Geschichte. Das ist mit Sicherheit eine sehr dramatische Geschichte. Auf jeden Fall. Und es hört sich wirklich gut an. Und ich kann mir schon vorstellen, warum die Claudia da an uns gedacht hat. Danke! Ja, dann habe ich mir noch ein Buch gekauft. Ich mag ja den Nicolette so gerne. Deswegen muss die Anja nächstes Jahr mit mir auch zu der auf Tour. Ich kannte die vorher nicht. Nee, aus Instagram. Die ist unter Nicolette Vlogt, glaube ich, unterwegs. Sie heißt Nicolette Fontaris. Ist sie da vorne drauf? Und ja, das ist sie. Ah, das ist sie. Das ist sie. Ja. Und die macht ja immer den Dirty Donnerstag. Und ach ja, die ist einfach sehr lustig. Und macht aber auch so tiefgreifendere Sachen. Und sie hat jetzt halt ein Buch geschrieben über Beziehungen. Und vom ersten Date bis zum letzten Kuss ist einfach mal, um das irgendwie durchzulesen. Knappe 200 Seiten, aber ich kann mir vorstellen, dass man das gut mal lesen kann, weil sie wirklich auch selber eine Geschichte hinter sich hat und wahrscheinlich einiges zu erzählen hat, auch was sie da immer an Post bekommt. Deswegen freue ich mich darauf. Ja, sehr schön. Ja, und dann hat uns noch die liebe Sarah von Buchzauber auch noch ein Weihnachtspäckchen geschickt. Richtig. Genau. Und sie hat jetzt ein Buch mir geschenkt. Ich habe mich so gefreut, weil das ist ein Buch, wo ich immer drum rumschleiche, weil ich diese Aufmachung so gut finde. Es mich auch ein bisschen gruselt, aber ich das irgendwie, es zieht mich magisch an. Jedes Mal, wenn ich in der Bücherei bin, es zieht mich magisch an. Und sie hat es jetzt getan. Die Sarah wusste das nämlich. Und zwar von Ransom Riggs, Die Insel der besonderen Kinder. Und also ich finde, diese Aufmachung ist schon der Hammer. Und da sind auch so Fotos drin. Ich finde das ganz gruselig. Ich finde das total krass. Ich würde das nicht lesen. Ich finde das richtig gut. Mich gruselt das zu sehr. Die Karte rausgefallen. Mich gruselt das so sehr. Ich bin so gespannt. Also da geht es nämlich um eine Insel, auf denen halt merkwürdige Kinder mit besonderen Fähigkeiten leben. Und es ähnelt so ein bisschen an Monster. Und Jakob bekommt halt von seinem Großvater diese Geschichten erzählt. Und inzwischen ist Jakob auch fast erwachsen und glaubt nicht mehr an die wunderbaren Schauergeschichten. Bis zu dem Tag, an dem sein Großvater unter mysteriösen Umständen stirbt. Ich weiß nicht, es zieht mich magisch an und ich werde da irgendwann reinlesen. Ich bin so gespannt. Ich meine, Juli hat das gelesen. Kann sein, es haben einige gelesen. Ne? Und ich glaube auch, dass du das gut fandest, Juli. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und ich habe von der lieben Sarah nämlich Neujahr von Juli C. bekommen. Da habe ich mich auch riesig drüber gefreut, weil ich das auch noch nicht auf meinem Sub habe. Anja hat es auf ihrem Sub. Und ich habe mich aber riesig gefreut, weil das Buch war, wo wir Juli C. so ein bisschen kennengelernt haben, wo wir in der Frankfurter Buchmesse waren 2018. Und hier geht es um einen Mann, der auf Lanzarote gerade Urlaub mit seiner Familie macht. Er steht eigentlich mitten im Leben, hat einen guten Job, hat halt eine Frau, zwei Kinder. Aber er ist halt, er fühlt sich mittlerweile erdrückt von allem. Und in diesem kleinen, schmalen Büchlein wird halt so wahrscheinlich von Juli C. erzählt, wie diese Überforderung überhand nimmt bei diesem Familienvater und Ehemann. Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Sehr gut. Freue mich sehr darüber. Meine Freundin Jasmin, die verrückte Nudel, hat auch ein Paket geschnürt.
und habe mir ein Buch reingepackt, ein Jugendbuch, von dem ich noch gar nichts gehört habe, was sich aber echt gut anhört. Und zwar von Casey Kalender, Felix Ever After. Hast du das schon mal gesehen, Maike? Na, ja, ich weiß es gerade nicht. Weiß nicht. Hier geht es nämlich um den Lux Verlag. Um den 17-jährigen Felix Love, der noch nie verliebt war. Und die Ironie daran geht ihm selbst ziemlich auf die Nerven. Denn seine größte Angst ist es, dass sich niemand jemals in ihn verlieben wird, weil er einfach zu viele Ausschlusskriterien erfüllt. Er ist, hat eine braune Haut, er ist queer, er ist trans. Und die Vorstellung, dass er deshalb nicht liebenswert ist, lässt ihn in Schockstarre verweilen. Doch als Felix transfeindlichen Instagram-Nachrichten bekommt und dann auch wirklich an der Schule übelsten Mobbing ausgesetzt ist, beschließt er, seinen Peinigern zurückzuschreiben und herauszufinden, wer jetzt was wie wem angetan hat. Es geht um Freundschaft, es geht um Identitätssuche, ungeahnte Gefühle und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Jugendbuch in der heutigen Zeit. Und ja, bin ich sehr gespannt drauf. Das wurde ihr von der Buchhändlerin empfohlen. Hat gesagt, es ist ein ganz, ganz tolles Jugendbuch. Das kann ich mir schon vorstellen. Und das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das ganz wichtig ist und eine tolle Botschaft hat. Auf jeden Fall. Bin ich sehr gefreut. Ich habe mir dann noch ein E-Book gekauft, weil ein neuer Nightingale rausgekommen ist. Ah, ist er draußen? Band 11 ist da. Zeiten der Zuversicht heißt er diesmal. Und er spielt wieder in London 1917. Also wir sind jetzt wieder vor der Zeit des ersten Buches. Also da, wo wir auch eigentlich mit Band 10 aufgehört haben, glaube ich. Ne? Naja, auf jeden Fall... geht es natürlich um die Nachwehen des Ersten Weltkrieges und ich bin sehr gespannt auf das Buch. Ich will jetzt auch nicht so viel lesen, weil sonst spoilere ich vielleicht auch andere damit, das möchte ich jetzt nicht. Aber das ist der neue Band und der wird dieses Jahr auf jeden Fall von Chiara und mir gelesen. Sehr gut. Ja. Meine liebe Cousine Heike hat mir auch ein kleines Päckchen geschnürt und hat mir ein kleines Büchlein reingepackt. Das heißt, Josef ist ein Mädchen, Weihnachten mal anders. Ein kleines Scherzbüchlein. Das heißt Josef, es ist ein Mädchen. So. Josef, es ist ein Mädchen. Ja, genau. Weihnachten mal anders. Nicht Josef ist ein Mädchen. Ja, genau. Satzzeichen retten Leben, Anja. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Hast du recht. Das sind halt für weihnachtliche Scherzgeschichten zum Lachen von wirklich auch berühmten Autoren wie Erich Kästner oder Wladimir Kaminier. Und doch passend zu Weihnachtszeit. Ist doch passend zur Weihnachtszeit. Das mache ich doch schon planen. Das nehme ich mir jetzt für dieses Jahr. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Aber das für dieses ich dann, Jahr, Weihnachten kommt ja immer wieder. Jedes Jahr. Fassungslos starte Josef auf das Witzige. Ja, hör auf. Ich lese das. Spoiler nicht! Ich spoiler mich nicht! Ich lese das im Dezember, Heike, versprochen. Ja, wir hatten Anfang Dezember, Mitte Dezember hatten wir von unserer Büchergilde-Runde mit unseren anderen Büchergilde-Botschaftern so ein kleines Zoom-Meeting mit unserer Betreuerin der Büchergilde und wir. Und ja, da haben wir so ein kleines Spiel gemacht. Und da musste jeder aufschreiben, was sein Lieblingsbuch ist oder was das beste Buch aller Zeiten ist, irgendwie so. Ne? Ja, und da haben wieder ganz viele dieses Buch genannt und ich schlich da ja schon etwas länger drum rum, weil ich denke, weil mir auch viele in den Ohren liegen, dass es wirklich wahrscheinlich was für mich ist, also so die Katrin oder so, sagen ganz viele. Und dann habe ich mir jetzt selber Brilka gekauft, das achte Leben für Brilka von Nino Haratischvili, weil auch bei diesem Treffen der Büchergilde einige darunter waren, die gesagt haben, das war ihr Lebenslese-Highlight. Und ja, ich glaube, ich muss es einfach lesen. Ja. Und deswegen habe ich es mir jetzt doch noch angeschafft. Ich weiß, dass du das liest. Also das ist so ein Buch, wo ich mir sicher bin, dass du das machst. Das weiß ich auch. Ja. Ja, ich denke mir das auch. Bin ich mir ganz sicher. Spielt in Georgien im Jahr 1900 und ja, geht dann immer weiter. Der Familienstrang nach, ne? Stammbaum nach, genau. Es ist eine Familiengeschichte, ein Familien-Epos über 6 Generationen und 8 außergewöhnliche Leben. Und da bin ich sehr gespannt. Bin sehr gespannt, wer dein Lieblingsprotagonist ist. Ja, bin ich gespannt. Bin sehr gespannt, ob das die gleiche ist wie bei mir. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich muss nur noch gucken, wann ich es lese. Ja, dann war ja Weihnachten und ich wurde beschenkt mit Büchern von meinen Schwiegereltern. Und zwar haben die mir geschenkt von Benedict Wells Die Wahrheit über das Lügen, 10 Geschichten. Das ist ja so ein Kurzgeschichtenband. Und auf den Kurzgeschichtenband wird ja angespielt in dem Buch Vom Ende der Einsamkeit. Ja.
Genau. Und deswegen habe ich jetzt da voll Bock drauf, das zu lesen. Ja, würde ich jetzt auch anhängen. Ja. Ich habe es immer noch hier liegen und habe es nicht gelesen. Ich habe gesagt, ich muss das relativ zeitnah eigentlich lesen, damit man das noch alles frisch im Kopf hat. Ich habe nämlich so viel vergessen. Ich weiß gar nicht, ob mir das jetzt so viel bringen würde, das zu lesen. Wenn du es jetzt liest, ne? Es geht ja hier um alles und um nichts in diesen Geschichten. Es handelt vom Unglück, es geht um Freisein und um einen erfolglosen Drehbuchautor in der Gegenwart. Und ja, also irgendwie soll doch Jules die Geschichten geschrieben haben. Irgendwie so. Aber ich freue mich da total drauf. Ja, das sind irgendwie zwei Geschichten. Ja. Eine Erzählung aus dem Universum des Romans vom Ende der Einsamkeit. Genau. Ich glaub, das spielt da irgendwie so mit. Das spielt da mit rein, weil er schreibt ja auch Geschichten. Genau. Ja, Jules ja, ist ja, so. Schreibt ja, ja Romane genau. Ja, ja, genau. Und schreibt Kurzgeschichten. Der Protagonist aus Vom Ende der Einsamkeit, ich rede sehr wirr, tut mir leid. Und ich gehe davon aus, dass das diese Geschichten sind. Kann und sein. Deswegen würde ich das auch sehr schnell und sehr gerne entdecken. Anschließen. Ja. Genau. Ja, ich habe mir dann noch zwei Bücher von Charles Dickens am Ende des Jahres gekauft, damit das dann auch hier eingezogen ist. Nämlich einmal David Copperfield und einmal Oliver Twist. Mhm. Oliver Twist ist ja das Buch oder die Geschichte über einen Waisenjungen, der aus seinem Waisenhaus flieht nach London, dort in so eine Taschendieberbande kommt, dann aber auch noch von jemand anderem aufgenommen wird. Und es spiegelt so die arme Gesellschaftsschicht damals von England wider und wie es war, da in London zu leben. Hat viel Aufsehen, glaube ich, damals erregt. Mhm. Ja, und David Copperfield, daran ist auch alles zuletzt nicht Sibby schuld, weil Sibby ist da ja sehr begeistert im Moment von allem, was Charles Dickens schreibt. Und worum es in David Copperfield geht, weiß ich gar nicht so ganz genau, bin ich ganz ehrlich. Also es geht um David Copperfield natürlich. Ist das nicht auch ein Waisenjunge? Genau, in diesem Buch geht es ja um David Copperfield selber, der ohne Vater auf die Welt kommt. Sein Vater ist schon gestorben. Zunächst bleibt er bei seiner Mutter, die aber dann wieder heiratet. Und der Stiefvater schickt ihn dann auf eine Schule zu einem sehr brutalen Menschen, wo er sehr viel Leid erfährt. Und als seine Mutter dann stirbt, muss er in eine Weinhandlung und muss da irgendwie mit 10 Jahren schon dann die Grausamkeiten dort ertragen. Und erst als seine Tante ihn aufnimmt, bessert sich sein Leben. Ja, das ist auch eine Geschichte über einen Waisenjungen im Endeffekt. Genau, und ich bin sehr gespannt darauf. Sehr schön. Das war's bei mir. Ja, ich noch nicht. Dann hau rein. Anja. Hast du jetzt auch gerade 2 Bücher gezeigt. So. Ach so, ja, stimmt, weil ich bei Charles Dickens war, genau. Dann haben mir meine Schwiegereltern noch einen Wunsch erfüllt. Das habe ich spontan gesehen, habe gedacht, okay, das möchte ich gerne lesen. Und zwar Schwesterherz. Das ist eine Geschichte-Sammlung, wo es halt um Schwesternbanden geht. Ich mag ja Geschichten, wo es um Schwestern geht. Und hier hat man verschiedene Autoren, die halt darüber eine Kurzgeschichte geschrieben haben. Margaret Atwood ist dabei, T.C. Boyle, Jane Austen, Benedict Wells, Judy B. Coult, Ian McEwan, John Irvine. Alle in diesem Buch. Alle in diesem Wahnsinn. Buch. Und ich habe jetzt gedacht, das muss ich jetzt lesen. Aha. Weil manchmal kann sie die beste Freundin sein und manchmal auch die Rivalin. Und ich freue mich da einfach, diese Kurzgeschichten zu entdecken. Bist du auf dem Kurzgeschichten? Ja, ich bin irgendwie auf dem Kurzgeschichtenschritt. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Dann habe ich noch, 3 Bücher von meinen Schwiegereltern bekommen. Wahnsinn, ne? So nette Schwiegereltern, das sage ich euch. Und zwar von Michael Schweiger, Hinter der Fassade der Wirklichkeit. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Ich habe es komplett vergessen. Okay. Aber als ich das dann hingewiesen habe, ja, stimmt. Es muss. Warst du erst überrascht, als du es ausgepackt hast? Nee. Ich wusste, dass es auf der Wunschliste steht. Aber ich wusste nicht mehr, wo es geht. Ah, okay. Und ich glaube, das hat mir einer von euch hier, ihr Lieben, draußen empfohlen. Also, genau. Okay. Hier geht es nämlich um den Journalisten und Schriftsteller Leo Lania. Der hat gelebt von 1896 bis 1961. Und der ist nämlich unter die Oberfläche oder ist halt bei den Nazis mit so reingerutscht und hat über die berichtet und war aber eigentlich ein Anhänger der Kommunisten und der Mitbegründer der Roten Fahne in Wien und hat da halt verdeckt ermittelt und hat recherchiert bei Hitler. Mhm. Und das hörte sich wirklich spannend an, einfach aus seiner Sicht, wie er das damals erlebt hat, wie er was aufgedeckt hat und wie gefährlich er im Endeffekt gelebt hat, das dann davon zu berichten. Und deswegen, ja, ist auch einiges. Es ist einiges, dünn, paar Bilder, aber so, ne?
Genau, und dann hat mir noch meine, die Schwester von meinem Schätzelein, die Schwägerin, ne? Die hat mir auch noch einen Buchwunsch erfüllt. Das habe ich total vergessen, dass es in meiner Wunschliste steht. Ich war ganz erstaunt. Aber ich habe mich voll gefreut. Von Delphine Vigon, Loyalitäten. Auch eine Empfehlung von euch da draußen. Ich weiß nicht, wer es war. Ich habe es bei mehreren dort, glaube ich, gesehen. Ihr könnt ja auch erstmal meine Delphine Vigon lesen. Aber nein, nein. Sie liest erstmal ihrs. Haben heißt er noch nicht gleich lesen. Mhm. Hier geht es um Theo. Er ist ein vorbildlicher Sohn, selbstständig, fürsorglich und ein guter Schüler und er scheint zu funktionieren. Doch eine Lehrerin schlägt Alarm und auch die Mutter seines besten Freundes beobachtet ihn mit Misstrauen, denn die beiden Frauen haben die richtige Ahnung. Theo ist mit seinem Leben überfordert und sucht einen gefährlichen Ausweg. Da bin ich gespannt. Das hört sich echt gut an. Das hört sich wirklich gut an. Das möchte ich auch noch haben von Delphine. Auf jeden Fall. Aber ich muss erstmal das lesen, was ich habe. Ich kann mir jetzt nicht mehr so viele Bücher kaufen. Also wie gesagt, Freunde. Freunde, es ändert sich was. Also mein Kaufverhalten wird sich hoffentlich ändern. Also ich habe nicht, ich habe da lange dran überlegt. Ich habe auch mit verschiedenen Menschen gesprochen. Ja? Es gibt Leute, die haben sich eine feste Zahl auferlegt, die sie nur kaufen dürfen in einem Jahr. Mhm. Die haben so eine feste Zahl gemacht, so nur 70 für das Jahr. Okay. Könnte man auch machen. Mhm. Wäre vielleicht auch eine Lösung. Dass man vielleicht. Aber ich finde die Idee mit dem, was man gelesen hat, und dann, das finde ich eigentlich total cool. Also ich hab erst gedacht, dass ich wirklich konsequent das mache mit den die Hälfte von dem, was ich gelesen habe. Mhm. Aber ich weiß, dass das vielleicht nicht immer funktionieren wird. Ich versuch's aber erstmal. Ja. Aber wenn es dann irgendwie mich überkommt, dann maximal die Bücherzahl, die ich gelesen habe. Ja. Ja, verstehe. Und gehört habe. Verstehe das. Ja. Also wenn ich 4 Bücher oder 5 Bücher gelesen oder gehört habe, dann. Und dann muss ich mir halt auch gut überlegen, was ich mir in diesem Monat kaufen möchte. Und da hoffe ich so ein bisschen diesen Teufelskreis zu durchbrechen, den ich ja wirklich auch habe. Dass ich mir die Bücher immer, also ich möchte die haben und ich möchte die auch lesen, das wisst ihr ja auch, aber ich habe die dann und dann werden sie nicht gelesen. Das ist das Problem. Ja. Die Frage ist, wie ich das mache, wenn ich dann mal so Bücher übrig habe, falls ich mal so 4 gelesen habe und nur 1 kaufe, ob ich mir das dann auf den nächsten Monat packe. Kannst du dir auch so ein Konto packen? Aber ich glaube fast nicht, dass das jemals passiert. Wir lassen uns, ich glaube, also das wird für mich schon echt eine Einschränkung, weil ich habe schon immer so Neuzugänge, 7 bis 9 Stück jeden Monat. Habe ich schon. Ja, das wird eine Herausforderung. Wird schon eine Herausforderung. Meinst du, es ist zu ambitioniert? Meinst du, es ist zu niedrig direkt gefahren? Meinst du, ich würde besser laufen mit einer festen Zahl, die ich, aber ich habe dann Angst, dass ich die super schnell erreiche und dann. Und dann stehst dann du da. War es das? Finde ich schwieriger. Finde ich tatsächlich schwieriger, glaube ich. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass ich die so... Nee, das finde ich schwieriger. Ich glaube, dann änderst du die Zahl am Ende. Ja, wahrscheinlich, ne? Deswegen habe ich halt gedacht... So hast du jeden Monat nochmal so ein... Ja, fährt immer man wieder neu. Ja, vielleicht fährt man dann besser, indem man... ich glaube auch. Ich glaube, das ist besser. Also würde mir mehr helfen. Mhm. Ich hoffe halt, dass ich es durchziehe. Ja. Also ich möchte es mir halt schon so ein bisschen... Natürlich stirbt jetzt auch keiner, wenn ich mir statt 2 3 Bücher kaufe. Natürlich nicht, aber es geht halt um diese immer sehr hohe Zahl, die zu reduzieren. Weil ich merke es an Anja, sie hat schon Monate, wo sie mehr hat, und aber auch viele Monate, wo sie weniger hat, wo sie wirklich nur so 3 Bücher hat oder so. Ja. Aber Geschenke nehme ich da diesmal aus. Ja, das würde ich also auch Geschenke rechne ich dann da nicht mit zu. Ja. Also wenn ich ein Buch mal geschenkt bekomme... So wie jetzt zum Geburtstag, da stecke ich ja nun nicht wirklich drin. Nee. Also da kann ich mich ja jetzt nicht kasteien, wenn mir Leute dann netterweise Bücher schenken wollen. Ja, oder auch jetzt hier wie so liebe Abonnenten, die dann mal irgendwas schicken oder so. Da möchte ich, und Rezi-Exemplare zählen natürlich auch nicht dazu. Ja. Weil das geht, also da komme ich gar nicht hin mit der Büchergilde und so. Ja, die kriegt man ja. Das wird gar nicht klappen. Die sind ja fix, für die kriegen. Genau, deswegen, die sind fix und das sind ja auch Bücher, die ich nochmal bekomme. Und dann, wenn mir mal jemand was schenken will, was ja auch erstmal jetzt nicht passiert die ganzen Monate. Ich habe ja jetzt erstmal keinen Geburtstag. Haltet euch zurück. Ne? Nein, aber es ist ja erstmal kein Geburtstag oder so. Und es ist ja nicht an der Tagesordnung, dass wir ständig irgendwelche Bücher geschenkt bekommen. Also so ist es ja nicht. Nein. Aber die nehme ich halt aus, falls da mal Geschenke kommen. Stimmt. Sag das schon mal lieber. Lieber. Besser sage ich das. Gut. Ja, gut. Das waren unsere Neuzugänge. Das waren unsere Neuzugänge und meine Ankündigung.
Wie war es denn bei euch im Dezember? Genau. Wurdet ihr reich beschenkt? Wurdet ihr reich buchig beschenkt? Dann schreibt uns das mal gerne in die Kommentare. Kennt ihr eins der Bücher, die wir uns jetzt angeschafft haben? Was davon würdet ihr uns auch empfehlen, dringend hoch in die Priorität zu setzen, dass wir es lesen? Genau, genau. Sagt das mal. Schreibt uns gerne, da freuen wir uns. Genau, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Bis dann. Tschüss.